So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute stelle ich mal wieder ein Spiel vor nach 100 Jahren. Ja! Wir spielen heute Skull the Hero Slayer. Und Skull the Hero Slayer ist ein Roguelike, mit wo man so kleine Upgrades nach dem Tod auch kaufen kann. Und so heißt also, wenn man stirbt, verliert man seinen Fortschritt und muss wieder von vorn anfangen. Und man kann es bestimmt irgendwie weit spielen und durchspielen und muss als Skelett das Königreich der Untoten verteidigen, weil die Menschen mit irgendwelchen schwarzen Kristallen angefangen haben, alle zu verderben und anzugreifen. Irgendwie sind die Menschen halt die Bösen hier in der Story. Wir sind Skull, dieses kleine Mini-Skelett hier mit den Dolchen. Und wir können die Köpfe anderer Skelette aufsetzen und deren Fähigkeiten übernehmen und für uns benutzen, um zu kämpfen. Und damit müssen wir halt, ja, bis zu einem Endboss kommen und den besiegen und das Königreich der Dämonen retten. Dämonen heißen sie, glaube ich, ja. Genau. Ich habe hier gerade, was habe ich hier auf? Den Schleichschädel. Einen gewöhnlichen Schleichschädel. Und da kann ich halt solche Angriffe machen und Gegner haben eine Chance, Geld zu droppen, wenn ich sie schlage. Zudem kann ich Münzen auf die werfen, die explodieren, aber ich werfe meine echten Münzen, also mein Geld werfe ich auf Gegner. Genau, man kann zwei Köpfe gleichzeitig haben. Ihr seht unten links, habe ich gerade den einen Skill, diesen Ninja-Kopf gerade groß aktiv. Habe auf LT habe ich die Münzen, die ich werfen kann. Und auf RB habe ich ein Item, was ich gefunden habe. Das macht so eine Explosion und stößt mich zurück. Und dann habe ich einen Kopf, den ich wechseln kann. Zack. Das ist ein seltener Frostschädel. Balance. Ein Schädel, der lange Zeit gefroren war. Der eine 5%ige Chance hat, Gegner einzufrieren. Und beim Wechsel macht man auch immer noch so einen Special-Angriff. Genau. Kämpft ein bisschen anders, ist ein bisschen anders animiert. Und hat so einen coolen Dash. Aber ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen privat reinspielen. Allerdings bin ich gerade in meinem zweiten Run, habe den ersten Boss besiegt und bin irgendwo im zweiten Bereich hier am Rumrennen. Oder den ersten Helden habe ich besiegt. Und dann lag dieses schicke Teil da neben mir. Und das ist der ärztlich legendär. Und ich war so, what the fuck ist das? Wir wechseln zum Banditen, der sich scheinbar beim Wechseln auch auf den Gegner drauf teleportiert und draufhaut. Und sammeln den ärztlich mal auf. Es ist einfach so ein Unterschied. Wie cool ist der denn? Ja, wir haben trotzdem noch unsere normalen Fähigkeiten. Allerdings sind unsere Schläge einfach solche Speere, die beschwören. Oder die Schultertaste ist hier sowas, was einfach den gesamten Raum tötet. Oder solche, die aus dem Boden kommen. Und scheinbar greift er auch passiv einfach Gegner in der Nähe an. Beschwört alle 10 Sekunden Ketten, die Gegner in Reichweite umschlingen. Beschwört Ketten bei bis zu 5 Gegnern. Je weniger Gegner in Reichweite sind, desto mehr Ketten werden beschworen. Alle Angriffe fügen Fähigkeitsschaden zu. Ja, also, keine Ahnung. So ein absurdes Mega-Ding habe ich gefunden. Und da dachte ich mir, hey, cool. Nehme ich doch mal ein bisschen auf. Ja, das Ganze ist ganz simpel, ne? Es sind halt überall Menschen und ich mache die kaputt. Mit meinen Fähigkeiten. Diese lila Kugeln heilen mich, das ist ganz gut. Ich habe einen Doppelsprung, ich habe einen Dash. Ich mache gut Schaden, wenn ich treffe. Diese Bombenfeste explodieren, da kann ich auch gegenhauen. Zum Beispiel so. Ja, und Gegner werden auch gestunt, wenn sie getroffen werden. Das ist also ganz angenehm. Zumindest kleinere Gegner. Größere Gegner können sich dann schon wehren. Und so kämpft man sich durch ganz viele Ebenen, bis man bei einem Boss kommt, der ihn umbringt. Es kann sein, dass ich in den nächsten Minuten sterben werde. Aber das ist mir egal, weil ich einfach gerade halt was ultra cooles gefunden habe. Und ja, es wirkt jetzt schon wie mein Lieblings-Item, weil ich einfach die ganze Thematik von so einem Lichtlord cool finde. Ja, Gegner da drüben. Was machen wir denn da mit dir? Würde ich sagen, das. So. Es gibt auch so scheinbare Wände und man findet diese lila Splitter unten rechts. Unten rechts seht ihr meine Minimap und meine Währungen. Die lila Splitter sind für permanente Upgrades, die behalte ich nach dem Tod. Und das Geld ist für während dem Run, kann ich es ausgeben und mir dadurch Upgrades kaufen. Und Flammenmagier. Ja, das war mit der Flammenmagier. Dieses grüne Kreuz, wenn ich das zerstöre, dann kriege ich einen Verteidigungsbuff. Wenn ich ihn nicht zerstöre, haben die Feinde einen Verteidigungsbuff. Ihr seht ja, ich blinke gerade grün auf. Und ja, ich fühle mich sehr stark tatsächlich damit. Es geht sehr, sehr viel einfacher, die Feinde zu töten. Obwohl ich sagen muss, dass die Frostfähigkeit eigentlich auch echt cool war. So ist es nicht. Können wir mal hier rüber gucken? Nee, da ist nichts. Okay, gehen wir weiter. Ich hoffe auf ein paar normale Gegner, damit ich nochmal kurz ihn hier zeigen kann. Normale Gegner, die nicht dieser riesige Typ mit Hammer sind. Hallo? Ja, da, ihr seht schon, der ist auch ganz cool, hat so einen schönen Dash, kann alle einfrieren, die er mit dem Dash erwischt. Ist halt jetzt nicht der Lich-King hier wie der andere, aber trotzdem cool. Aber mit ihm kriege ich eher Schaden, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht warum. Verwandlung in einen... Oh, falsche Taste. Verwandlung in einen Lich! Zack. Und wir haben Heilung wieder bekommen von dem Gegner, sehr schön. Ich glaube, es ist einfach random, ob Heilung droppt.
Weil beim ersten Run, wenn ich nur gestorben war, einfach Ewigkeiten keine Heilung gedroppt ist. Und jetzt droppt die einfach die ganze Zeit. Weiche Sterbliche. Okay, aber ich kann mich kurz nicht bewegen, wenn ich das wirke. Schon gefährlich. Oh, guck mal, das sieht aus, als würde jetzt hier ein Boss kommen. Kann ich ja gleich alles testen. Ich hätte nicht erwartet, dass nochmal Gegner kommen, aber scheinbar kommen nochmal Gegner. Okay, das waren die Magier. Ich glaube, da lebt noch ein Frostmagier, ne? Ja. Wo ich gestorben bin, stand noch da, dass der Gegner aufgelevelt ist, dadurch, dass er mich besiegt hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur so ein... Ja, ist halt ein Spieltext-mäßig ist. Wir sehen es gleich. Hätte ich aber weitergehen können? Warum habe ich gegen die gekämpft? Ich habe nur Schaden bekommen. Ja, hier ist der nächste Held. Genau. Ah ja. Die dicke Hüftenfrau. Kriegen, glaube ich, immer erst Schaden, wenn sie wirklich gespawnt sind. Stirb, stirb, stirb. Was kannst du denn? Okay, Feuerbälle kannst du. Ja, das habe ich schon gesehen, den Angriff. Kannst fliegen. Ich bin der Beste in ganz... Ja. Bisher kannst du nur einen Angriff. Aua. Ah, ich kann auf mich stampfen. Okay. Also ist in der Nähe gefährlich. Jetzt kommt irgendeine Aufladeattacke. Oh. Ja, die wird mich auf jeden Fall ein paar Mal treffen. Ja, genau. Man kann auch immer hin und her wechseln, aber man hat so einen kleinen Cooldown zwischen den Wechseln. Da habe ich sie so getötet. Aha. Sogar noch 28 Leben. Geht besser? Geht schlechter? Aber wir haben es geschafft. Guck mal, und jetzt kriegen wir so ein passives Item zum Mitnehmen. Nahkampfangriff ist um 20% erhöht. Achso, das ist aber das ist nicht mal ein passives Item. Es gibt ja auch passive Items. Verursache Schaden und gewinne eine kleine Menge Goldmünzen von einem Gegner. Ah ja, statt dieser Explosion könnte ich das haben. Aber ich finde die Explosion ganz cool, weil die stößt mich zurück, schickt mich in Sicherheit und macht Schaden dabei. Ja. Nö, braucht man nicht den Stein. Ah ja, hier ist jetzt der Shop. Genau. Hier liegt ein Gratis-Schädel zu mitnehmen. Da ist wieder genau der Ninja, den wir hatten. Da oben ist ein neuer Händler. Der war vorher noch nicht da. Ah, aber ich habe diesen kleinen blauen Männchen vorhin geholfen. Dadurch ist der Händler wahrscheinlich jetzt da. Okay, dadurch kann ich jetzt solche passiven, solche Fähigkeiten für RB mitnehmen scheinbar. 15% Schnellangriff als passives und der Angriff und eingehender Schaden werden 10 Sekunden lang 100% erhöht. Okay. Speedrun-Ding. Was ist das für ein Essen? 20% Leben wieder her. Und ein Buff für 3 Karten. Ja, nehme ich mit. Dankeschön. Ich habe ja echt viel Geld. Das hier sind passive. Erlittener Schaden erhöht den Angriffskraft 3 Sekunden lang um 30%. Ja, klingt gut. Diese Axt stößt Gegner in der Nähe weg und fügt Kräfteschaden beim Tauschen Schaden zu. Okay. Beim Angriff besteht eine 5%ige Chance, Gegner in Brand zu setzen. Ich möchte das auf jeden Fall und das auf jeden Fall. Und fürs andere haben wir kein Geld mehr. Den Gratis-Schädel brauche ich nicht, weil ich mit Frost und Lichtkönig zufrieden bin. Und wir gehen einfach mal weiter. Schauen wir doch mal, was uns das Spiel hier noch entgegenkommt. Also, die Gegner sind bisher dieselben wie auf der ersten Ebene. Ihr habt also eigentlich an sich nicht viel verpasst. So, dann gehen wir mal über den drüber. Und an dem vorbei. Da ist irgendein Fuchs eingesperrt. Ist bestimmt auch ein befreundeter NPC. Den befreien wir einfach mal. Aha, Fuchsi, was? Du bist hier, um mich zu retten? Ich habe mehr als 100 Menschen gejagt, bevor ich gefangen wurde. Und sie schicken nur ein kleines Skelett. Na, ich sehe gerade nicht aus wie ein kleines Skelett, aber danke. Um mich zu retten? Nicht dein Ernst, oder? Geh und hol den Dämonenkönig. Was? Sie haben sein Schloss angegriffen und ihn gefangen genommen? Was ist mit der Hexe? Du hast sie gerettet? Haha, das glaubst du ja wohl selbst nicht. Die Menschen sind stark, besonders ihr Held. Ich schaue erstmal im Schloss des Dämonenkönigs nach. Zusammen mit den anderen Senatoren kann ich sie sicher aufhalten. Und was dich betrifft, ist mir eigentlich egal. Mach's gut. Okay, ich hab dich gern gerettet. Gehen wir weiter. Ja, irgendwie so ein Held hat mich am Anfang ultra rasiert. Aber scheinbar nicht umgebracht. So, hier haben wir einen gewöhnlichen Garg-Geule. Gucken wir uns doch mal wenigstens an. Kann der irgendwie fliegen oder so? Nee. Das ist cool. Ich fände es halt ultra cool, einfach so verschiedene Charaktere automatisch durch den Kopf zu haben. Und ich kann... Ah, ist das so eine Art Stampfattacke? Könntest du ja mal durchlesen. Fallende Statue. Beim Tauschen fällst du im Unbesiegbarkeit-Modus zu Boden. Steine. Verwandle dich in Stein, um 2 Sekunden lang unbesiegbar zu sein. Okay, es macht mich aber echt nur 2 Sekunden lang unsterblich. Ja, ist natürlich auch praktisch, wenn man es so als zweites mitnimmt. Die Wechselfähigkeit vom Licht ist halt natürlich auch ultra cool, dass ich einfach Gegner töte. So, und das
Ah ja, so eine Stampfattacke ist das Wechseln von ihm hier. Ist ja auch süß. Ah ne, ich glaube, ich bleib beim Iceboy. Iceboy ist echt ganz cool mit dem Dash und Feinde einfrieren. Besonders dann halt sowas dann. Und dann werde ich nochmal wechseln und dann, whoops, dann spreng ich mich weg und dann... Verzieht euch! Da war so viel Heilung gedroppt, dass ich einfach komplett voll geheilt bin. Ah ja, man kann auch noch mehr skillen, dass man mehr Leben bekommt und so, dann nachdem man tot ist mit diesen lila Punkten. Ich bin auch sehr überrascht, dass ich gerade so weit komme. Weil beim ersten Mal bin ich halt am ersten Helden sofort gestorben, ohne den wirklichen Schaden zu machen. So. Ich möchte runter und das hier drücken. Ja, aber sehr unbeweglich als Licht tatsächlich. Wer hätte es erwartet? Das schwebende Ding ist nicht so praktisch. So, ich töte aber... Oh, diese Ketten, die automatisch alles töten. Wie cool ist das denn? ich kann ihn einfach hauen, bevor er zaubert. Okay, das ist ja cool. Zack. Und da beschwöre ich einfach meine Stacheln. Ah, schön. Mach gerne ein Video, wo ich Gott bin in einem Roguelike. Aber es ist wahrscheinlich auch ultra selten, so ein Legendary zu finden. Ja, das sieht sehr ominös aus und gefährlich. Gehen wir rein. Wald der Harmonie, 1-3, Schloss von... Schloss irgendwas. Oh. Elder End, Yggdrasil. Genau, und die Kristalle benutzen die Menschen, um irgendwie Dämonen gegen mich zu verwenden. Ich muss hundertprozentig irgendwo hoch. Ja. Au. Mhm. Aua, okay. Du ballerst die einfach in Richtung, wo du willst. Aha, und jetzt kommt einfach irgendeine Random Hand. Boah, das hat Schaden gemacht. Ah, aber du verwandelst dich dann zurück und dann kriegst du Ultra aufs Maul. Puh. Nein, ich bin gestorben. Ich find's schade, dass irgendwie da kein Sound kommt, dass man stirbt und das ist noch Early Access, das Spiel auch. Ich hätte es easy durchspielen können, wahrscheinlich das Spiel, hätte ich den Boss vielleicht gekannt, wäre nicht zum ersten Mal bei ihm gewesen. Also 20 Minuten Spielzeit. Was beklage ich mich? Dann bin ich wieder in meiner Standardform. Kopfi? Kopfi, wo bist du? Ach, da bist du, Kopfi. Ja. Genau, bei ihr kann ich jetzt Zeug ausgeben, bei der Hexe, Merkmal hinzufügen. Genau, da haben wir so ein kleines Skillmenü und da seht ihr unten Kosten. Dicker Knochen mit Standardangriff um 8% kann ich mit 30 Punkten auf 12% erhöhen. Bin ich ein bisschen stärker. Oder maximale Lebenspunkte kann ich erhöhen für 30 von diesen Kristallen um 5. Und das kann ich 10-mal skillen, also kann ich mir 50 Leben hinzugeben, habe ich halt 150 statt 100. Und das letzte ist sogar, kann ich mich wiederbeleben. Beleb dich einmal mit 30% Leben. Ich weiß nicht, ob die zweite Stufe mit mehr Leben wiederbeleben ist oder zweimal wiederbeleben. Aber alles sehr cool. Der ganz unten fehlt auch irgendwas noch. Ja. Man kann entweder auf die verschiedenen Schädel gehen, dass die stärker werden. Man kann da auf mehr Verteidigung gehen, das ist Knochen. Oder auf mehr... Weiß ich auch nicht. Fähigkeiten wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Ich gehe erstmal auf das Standardgekloppe, weil das mag ich sehr gerne. So, machen wir das und das. Du bist beim Schrinden 0,0 Sekunden lang unbesiegbar. 0,2 Sekunden lang unbesiegbar. Oh ja, das ist eigentlich sehr praktisch. Aber es kostet auch 500. Das ist dann was sehr Spätes. Gehen wir nochmal auf Angriff. Und erhöhen den Fähigkeitsschaden auf 10%. Genau. So, was bist du denn für ein Lümmel? Das sieht nicht sehr gut aus. Das ist besser. Ach, der gibt mir einfach einen random Kopf für den Starten. Mumie. Als ob das eine Mumie bis zur Pistole ist. Die so schnell schießt, wie ich klicke. Ist mir egal, ob du Köpfe wechselst oder nicht. Kopf abholen? So gierig wie du bist, benimmst du dich eher wie ein Ogre, wie als ein Skelett. Na schön, gib mir deine Steine. Gib mir 10, dann gebe ich dir noch einen. Nie. Ah, okay, also gib dir mir immer einen Kopf einfach so und dann später einfach nochmal welche, wenn ich nett frage. Wenn ich ihm 10 Kristalle gebe, kann ich halt öfter welche anfordern. Ja, und dann hüpft man hier runter und startet wieder. Und dann ist wieder auf der ersten Ebene, wo Gegner direkt gebufft auf einen zukommen. Was ist meine Fähigkeit? Oh, einen explosiven Kopf werfen. Das ist cool. Mit Granaten kann ich arbeiten. Ja gut, also stark ist der nicht, der Pistolero, muss ich sagen.
überhaupt nicht. Aber man kann Fernkampf machen. Der ist echt schwach. Warte, ich wechsle gleich mal zum normalen. So. Zack, zack. Ja, damit als normaler kann man seinen Kopf werfen, das macht ein bisschen Schaden. Und man kann halt so ein bisschen reinprügeln. Und ihr seht schon, wenn ich Kopf werfe und gegen die prügel, dann kriegen die übel aufs Maul. Was ich bei dem Kopfwerfen mag, ist es tatsächlich relativ stark. Ich finde es gut, dass sie jetzt hier alle Heilung droppen. Ist ja nicht so, als hätte ich das vor dem Boss gebraucht. Ja, ist relativ stark. Und hier ist einfach random. Hier habe ich den Lichtkönig gefunden beim letzten Mal halt. Ja, guck mal. Ein Dieb. Wir nehmen den mit. Oder will ich den? Was hast du als Fähigkeit? Rolle rückwärts. Nö, brauche ich nicht. Tschüss, Dieb. Werfe ich lieber meinen Kopf, weil das echt Schaden macht. Und ich kann den im Kampf ja immer wieder aufheben, den Kopf. Ja, was ich auch machen kann, ich kann den Kopf werfen und mich zu dem Kopf teleportieren. Das ist auch ganz cool. Ich glaube, die Wolke tut mir weh, ne? Okay, ich war noch nie in dieser Wolke drin. Ich war gerade so im Kampfesfieber. So, da muss man hüpfen. Aua. Damit ich in die Stacheln in der Decke reingehüpft. Ach, Heilung, dankeschön. Nett. Aber ja. Süßes kleines Roguelike, was gerade im Early Access ist. Und ich finde diesen Aspekt, dass man halt immer so komplett andere Charaktere spielt, dadurch, dass man Köpfe aufsammelt, super cool eigentlich, muss ich sagen. Ich war auch noch nicht so ganz überzeugt, bis ich den Licht gefunden habe. Der Licht hat mir schon sehr viel Motivation gegeben. Ja, schau mal, mein Kopf hat den einfach fast one-hitted. Wenn man das ein bisschen geskillt hat, dann ist der Kopf aber bestimmt das stärkste Item im Spiel. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Weg mit dir, du Lümmel. Die Türme kann man auch zerschlagen für ein bisschen Geld, aber so nötig habe ich es nicht. Aua. Was mache ich beim Wechseln? Ich habe irgendeine grüne Aura. Ah, mit der bewege ich mich schneller, scheinbar. Für ein paar Sekunden. Ja, mit der Explosion kann ich schon aber Schaden machen. Natürlich, außer es sind Bogenschützen da. Papam. Papapapam. Ja, ich kann dich mit der Pistole so stillhalten und dann einfach wegsprengen, wenn sie nerven. Ist das ein Bossraum gewesen, das Rote? Rote war Boss, oder? Drei Ninjas. Ja, komm her, Ninja King. Oh. Kann sich nicht wegporten, weil er geninja-lockt wurde. Aua, der hat es zweimal gemacht. Und er versucht sich zu heilen. Nö, 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 du heilst ihn nicht. Natürlich teleportiert er sich. Ist es eine ultimative Fähigkeit gewesen? Ich hoffe es. Scheinbar. Teleportiere dich irgendwo hin? Das ist halt so viel stärker. Warum habe ich dieses Pistolending? Einfach in ihn reinwerfen. Aua. Es überfordert mich immer, dass das so öfter macht. Ninja-Mann besiegt. Hey. Und losfliegen. Okay. Hui. Oh, lustig. Nämlich, hat es irgendwas Passives noch? Bewegungstempo ist um 7% erhöht. Oh ja, ein bisschen schneller laufen, finde ich gut. Ein Burger, der 10% Leben herstellt und mir für 3 Maps 9% mehr Trefferschuss gibt. Okay. Leben um 30 erhöhen, erzeugt beim Kartenwechsel 20 Gold. Pro Kalion-Gegenstand in einem Gesetz. Ich weiß nicht, was ein Kalion-Gegenstand ist, aber gut. Wird die maximalen Lebenspunkte um 45. Ja, das ist ja dann eindeutig besser, der Priester hier. Nehmen wir den Priester mit. Und nehmen wir... Ich weiß nicht, ob ich die fallende Statue möchte. Drücke die Sprungtaste, um über einen kurzen Zeitraum zu fliegen. Ah, der kann echt kurz fliegen. Und Wirbelstürme beschwören. Ich glaube, der hat meinen Mumienkopf gegessen, weil ich ihn nicht mehr sehe. Hier tauscht man. Okay, merke ich mir für die Zukunft. Wer will denn als Gargoyle kämpfen? Aua. Aua. Ich
Ja, am nervigsten sind die, die da. Und vielleicht sollte ich den Verteidigungsschild mal von denen kaputt machen. So. Dann kriegen sie ein bisschen mehr aufs Maul. So, die Giftpflanzen kann man auch kaputt machen. Kann sie natürlich auch einfach von einem treffen lassen. Das geht auch ganz easy. So. Warum liegt da überall Geld? Einmal Goldraum? Erhöht das Angriffstempo zu deinem Lebenspunktenverlust um bis zu 30%. Ah. Ah, cool. Es gibt also auch so Belohnungsräume. Also bin ich jetzt, werde ich jetzt umso stärker, umso weniger Leben ich habe. Cool. Ob mich der Typ da unten getroffen hat. Ich will nur stärker werden. Hm? Oh Junge, da habe ich aber ordentlich was weggesprengt. Nein, ich werde schwächer. Ich spüre, wie Leben zu mir zurückkehrt. Ich sehe unten so einen Handbuff. Wir haben 6 Stapel von dem schneller sein auf jeden Fall. Das ist cool. Legendary. Selten. Jäger. Klingt schon mal besser als der Gargoyle. Ah, kann ich aufladen, die Pfeile. Okay. Was ist das? Ah, so ein cooler Schuss. Okay. Müssen wir nur noch herausfinden, was die Wechselfähigkeit ist. Probier es lieber aus, anstatt es durchzulesen. Ist, glaube ich, angenehmer. Ah, so ein Rückwärtssprung mit Pfeilschuss. Okay. Ich bin unbesiegbar. Oh, macht echt ganz okay Schaden. So ein nicht aufgeladener Pfeil. Ja, aber irgendwie so ein Starter? Das hier höchstens. Ja, doch. War ganz nett. Oh, mein Dash ist auch besser als Bogenschütze. Oh, das ist cool, wenn man einen besseren Dash hat. Zack. Stepp an meinen Mini-Beilen. Pam, pam. Zack, zack. Ja, der bessere Dash gefällt mir als super. Und die Fähigkeit ist eigentlich auch ganz gut. Sollte ich öfter benutzen. Grenzgebiet. Hey, wir haben die erste Map geschafft, komplett. Ich weiß nicht, warum die irgendwie noch länger geht als über den Boss hinaus, aber hey. Oh, das nutze ich aus. Ich muss trotzdem sagen, die Fernkämpfer fühlen sich sehr schwach an. Aber wahrscheinlich, weil man sowas machen kann, ne? Hey, Lümmel. Brauchst du gar nicht mit mir machen. Ich hüpfe einfach zu dir und töte dich. So, den Giftbaum will ich gar nicht berühren. Steht bei meinem äußerst schwachen Pfeil. Ah, dass die Pfeile fallen, ist halt ultra sick. Weil ich halt einfach spammen kann hier. Oh. Und wechsel. Easy durch die durchgeprügelt. Zack. Kopf werfen. Kopf aufheben. Zack. Fürs Kopf. Und dann bin ich über dir. Oh. Fast von dem Eistapfen getroffen worden. Noch ein Kopf, Knädelmann. Ja. Skelettschild. Schildbash. Weiß nicht, ob ich so ein Schildskelett haben will. Okay, was bringt das Blocken? Negierst gegnerische Angriffe und konterst. Gegner erleiden zusätzlichen Schaden, wenn sie gegen Wände geschleudert werden. Halt die Angriffstaste gedrückt, um dich zu konzentrieren. Okay. Beim Abschluss erhältst du ein Schild von 7 und dein Angriff wird verstärkt. Gegner erleiden beim Aufprall auf Wänden zusätzlichen Schaden. Okay, ist also sowas, womit mein Gegner gegen Wände rammen soll. Oh, das wirkt recht stark. Ich glaube, ich tausche mein Standard-Skelett dagegen. Was ist die Wechselfähigkeit? Ah, so ein Schildschlag. Mit Verteidigungsschild dazu, cools. Okay, aber ich soll Gegner gegen Wände schubsen irgendwie. Schild euch zu Tode. Hat das Verteidigen funktioniert? Ja. Es klingt nur, als würde ich Schaden bekommen, aber es funktioniert. Ich bin einfach nur noch Verteidigung zuschlagen. So, jetzt bin ich gebufft. Versucht mich doch zu treffen. Okay. Schild gefällt mir lustigerweise. Ja, ich wollte ihn gegen die Wand hauen, aber er ist vorher gestorben, weil ich zu strong bin. Es macht mir doch Schaden, oder? Ich müsste mal den Konter ausprobieren.
Warte. Hallo, hau mich mal. Ah ja, Konter funktioniert. Ich glaube, es gibt mir nur kurz extra Leben, wenn ich... Während ich das einsetze. Ich muss da also voll perfekt irgendwie diese Fähigkeit einsetzen, damit ich keinen Schaden kriege. Hallo? Weg. Komplett überfordert von einem Gegner. Aua, der Bogenschütze hat mich getroffen. Zack, zack. Zwei Pfeile reingeballert. Und wir dürfen nochmal zum Supermarkt. Das ist schön. Verringert Schaden durch Fallen. Es gibt Fallschaden. Oh, der Schädelmann ist gar nicht da. Und hier oben kann auch einer sein. Ja, es ist so ein bisschen random, wer gerade da ist. Angriff der Temposchädel. Ist das ein Temposchädel? Nee, ist ein Balance-Schädel, Kraftschädel, okay. Skelettsoldaten. Ich weiß nicht, was mit Skelettsoldaten erhöht ist. Allgemein? Ich nehme einfach mal an, allgemein 20% mehr Schaden und nehme es mit. Mehr kann ich ja eh nicht gebrauchen. Ich fühle mich trotzdem echt schwach. Ich will wieder mein Licht kriegen wieder. Oh Gott. Warum kommen auf einmal überhaupt Ninja-Gegner? Die kenne ich gar nicht. Aua. So, erstmal den. Ich glaube, mein Charge ist auch ein Schildwäsch tatsächlich, ja. Ist cool. Aua. Bei diesen Tentakeln darf man nicht stehen, da kriegt man immer aufs Maul. Ja, muss ich jetzt kurz durch. Haben wir den Gegnerraum geschafft und müssen einen Boss bekämpfen mit unserem Schild. Bitte nur nicht den Ninja-Mann. Oh, eine Priesterin! Du bist ja süß. Weg mit deinen... Oh Gottes Willen, die ist ja komplett wahnsinnig. Und heilen tut die sich auch noch. Okay. Ich hab gekontert einmal. Hilfe. Okay, die macht das dreimal. Oh, ihre Ultrafähigkeit. Was passiert hier? Sie heilt sich aber nur. Aua. Warum bist du so böse? Warum trinke ich so viele Tränke? Schildschlag! Sollte gerade keinen Schaden kriegen, ne? Ich hoffe es. Schnipp. Danke. Keine Ulti-Fähigkeit, danke. Ein Schwert. Mit Schaden. Okay, ja, nehme ich mit. Hui. Feuerbälle und hier durch. Alter, so ein Parcours-Map. Oh. Lol. Habe ich gewusst. Das war pures Glück, dass ich da gerade hingefallen bin. Ah, natürlich. Junge, Schild. Ich kenne meine Fähigkeit nicht. Oh Gott, noch mehr Baumbros. Okay, die haben wir irgendwie besiegt. Und den haben wir auch besiegt. Und irgendwie haben wir noch Leben. Haha, den Pfeil gekontert. Ja, Schildwut gefällt mir trotzdem. Aber wenn ich ein bisschen unbeholfen damit wirke. Bumm. Weiß nicht, warum die so Speedkreise unter sich haben. Aber ich vermute, es liegt mit diesem Speedfeld da vorne zusammen. Was jetzt Gott sei Dank weg ist. So. Oh ja, ich fühle mich schneller beim Angreifen auf jeden Fall. Mein Schildschlag ist schon schnell aufgeladen. Ja, ist sehr komisch, dass man so oft so neue Fähigkeiten hat, dass man immer sehr verwirrt. Ich glaube, das liegt sogar schon, man sieht an dem Haufen schon, was man bekommt.
Ja, mit zwei Schaden ist die... Ich habe halt echt nur Kackfähigkeiten. Muss man halt echt hoffen. Also diese Eisfähigkeit war schon mega geil. Und dann habe ich noch die Lichtfähigkeit in demselben Run bekommen. Zack. Er ist sehr gut, wenn man halt seine Umgebung nutzt. Und diesen Dash nutzt, um alle Gegner zusammenzuschieben. Ja, der Dash an sich macht nicht viel Schaden, aber alle Feinde auf einen Haufen zu schieben ist halt ultra sick. Hallo. Muss sagen, der Schildschlag ist eigentlich auch ganz okay. Hui. Ja, zwei Schläge für so einen Gegner. Macht, glaube ich, so viel Schaden wie der Schädelwurf, der Schildschlag. Ist nur sehr langsam. Jetzt würde ich das nicht checken, dass hier eine Wand ist zum Durchgehen. Ach, so viel Geld. Wenn jetzt nochmal ein Shop kommt, dann haben wir es geschafft. Zack. 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 Ah ja, ich wollte allgemein auch mal wieder jetzt mal kurz off-topic vom Spiel. Wieder so mehr Videos halt zu so Spielen bringen. Weil Spiele vorstellen hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und ja. Ich habe nur so nach einer Weile irgendwie so keine Lust mehr gehabt, neue Indie-Spiele auszuprobieren, weil man da so eine Übersättigung hat, wenn man halt so viele Indie-Spiele gespielt und getestet und ausprobiert hat. Aber jetzt habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Lust. Was haben wir Tolles gefunden? Nee, oder? Oh nee, jetzt müssen wir mit dem, unserem Schildmann schon gegen den kämpfen? Kann ich überhaupt in der Luft zuschlagen? Nicht wirklich. Ich kann nur diesen Sturzangriff machen. Ah, so kann ich. Ja, jetzt weiß ich ja, was abgeht. Da weiß ich noch nicht, was abgeht. Da habe ich nämlich nicht aufgepasst. Drei zur Energiebälle. Und danach stürzt du zusammen irgendwie, ne? Okay. Ich habe gekontert. Man hat es nicht gesehen, aber ich wollte es nochmal erwähnen. Ah, guck mal, ich mach den fertig. Den Boy. Ich weiß ja jetzt, was abgeht. Zack. Oh ne, nicht nochmal das. Ich wollte gerade springen. Aua. Jetzt, okay. Das Timing war gegen mich. Ich schwöre. Okay. Huh. Huh. Der kann die von derselben Seite kommen lassen? Das ist ja auch sehr irritierend. Okay. Er ist runtergefallen. Jetzt gibt's aufs Maul. Zack. Zack. Los, Skelettmann, werde besser. Okay, ich will wieder wechseln. Schild der Unsterblichkeit. Ich glaube, ich habe keinen Schaden bekommen, weil ich so ein Überschild hatte. Ein Treffer noch. Zack. Guck mal, ich brauche kein Licht. Ich brauche aber nur ein Schild. Die eine Lichtfähigkeit hat beim letzten Mal sein halbes Leben einfach mit einem Treffer gemacht. Hätte ich seinen Movement so ein bisschen besser verstanden, wäre es, glaube ich, einfacher geworden. Aber guck mal, die lila Kristalle sind weg und jetzt ist er nett. Danke. Für einen Moment hat mir irgendeine böse Macht den Verstand geraubt. Was war das bloß für ein schwarzer Stein? Es fühlte sich an, als würde ich in endlose Finsternis stürzen. Kaum zu glauben, dass ich seine Marionette war. Wie geht es meinen Leuchten? Hat der tiefe Wald schon sein Licht verloren? Es scheint, als wäre viel passiert, während ich weg war. Ich muss meinen Leuten helfen. Wohin willst du gehen? Der Dämonenkönig. Bevor ich bewusstlos wurde, sah ich, wie er in Ketten ins Schloss von Karlion gebracht wurde. Er hatte recht. Wir hätten uns gemeinsam auf ihren Angriff vorbereiten sollen. Ich hoffe, du erreichst das Schloss Karlion, kleines Skelett. Viel Erfolg auf deiner Mission. Möge der tiefe Wald dich segnen. Danke, Bruder. Alter, fette Kiste. Und Helmi, verringert den erlittenen Schaden um 30%. Wenn dir nur noch 30% deiner Lebenspunkte oder weniger verbleiben. Cool. Und mega Heilung. Und jetzt gehe ich einfach hier weg. Ja, ich gehe einfach. Hallo. Palastkorridor. Okay. Sehr edel hier. Ich denke, hier werden auch sehr starke Gegner auf mich zukommen. Okay, fallen und tot und verderben. Ich
Ah, ich kann die kaputt machen, die Statue, die mir wehtut, okay. Das ist ja nice. Alter, was bist du denn für ein Sonnenanbeter? Ja, du hast chillt, ne? Ich auch, Brudi. Ich auch. Alter, vernichte die alle. Mit meinem kleinen Schild. Zack, bam, pam. Das Schild ist echt stark tatsächlich. War sehr unentschlossen anfangs, aber mittlerweile. Oh, ich kann die große Statue kaputt kloppen. Cool. Zerstört den Eigentum der bösen Menschen. Was dann locken? Oh. Einfach in die Wand bashen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ah, kann aber nicht, scheinbar keine anderen Angriffe, nur stärkere. Okay. So, und den Magier hier auch noch, der mich belästigen wollte. Hallo, niedere. Oh, wie ich irgendwie an dem Schildband vorbeigekommen bin. Zack. Wo ist er? Zack. Hihi. Bam. Alles zerstört. Ja, eigentlich cool. Ich wollte eigentlich, ich würde gerne aufhören an der Stelle, bevor ich sterbe. Dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Ah, nee. Ich meine, irgendwas wird uns früher oder später töten. Vielleicht dieses grüne Licht? Nein, das ist nur ein Upgrade. Ja, ein gewöhnlicher Schleichding. Cool. Nee. Wären die auch besser? Ich glaube nicht, nämlich. Weil die Gegner wirken jetzt auch nicht so viel stärker. Ah ja, das Spiel ist im Early Access. Wird bestimmt noch... Ich glaube, random Menschen will ich nicht töten, oder? Ich habe die Zimmermädchen beschworen. Ich weiß nicht, ob die so gekommen wären, aber ich glaube schon. Man muss ja alle Gegner im Raum töten, um weiter zu dürfen. Ja, Menschen, die wegrennen zu töten, da fühle ich mich nicht gut bei. Ich will ja nur die bösen Menschen töten, die sich als Held aufspielen. Und uns arme Dämonen unterdrücken. Als würden wir je was Böses tun. Ha! Hab deine Glocke gecountert. Oh Gottes Willen, geh weg mit deinen Kampfmates. So, ignorieren den einfach, den Lümmel. Aber komplett in den Rücken reingeboxt. Hallo, stürmender Typ. Countert! Hihi! Ja, wenn der Counter. Wenn man das ein bisschen geskillt hat, ist das bestimmt mega gut. Der Counter. Weil momentan ist der Counter noch ein bisschen zu lang. Ja, ich muss den Menschen töten. Okay. I'm sorry. Das Spiel hat's verlangt. Hier konnte ich mal ausweichen. Ja, immer dashen und einfach zuschlagen mit dem Schild. Bitteschön, ich gebe euch gerne einen Guide, wie ihr in dem Spiel gewinnt. Oh, gratis Geld. Oh, ich hab das gesehen. Habt ihr gesehen, wie Big Brain ich bin? Dachte, da liegt einfach Geld und da ist eine Wand dahinter. Da muss hier ein Boden sein, wo man durchfällt. Und zack! Hatte das Skelettmann recht. Tötet erstmal den Magier. Aua, wurde trotzdem von der Feuerball getroffen. Da immer noch nicht ready, mein Blocken. Jetzt erst. Wow, und dann trifft er nicht mal. Der nennt sich Paladin. Ich hab gehofft, dass es ready ist, aber war es noch nicht. Aber schön, wie ich es jedes Mal gegen eine Wand einsetze oder sowas. Ist ja noch keinmal mein Konter richtig eingesetzt. Oh, ich hab's richtig gemacht. Hihi. So, jetzt ganz schön teuer die Sachen. Jetzt 2700 haben wir. Oh, beim Sprint werden durchgeworfen, erhöht den Nahkampfangriff um 15%. Das ist gut. Das sieht auch aus wie ein selten Clown. Ja, wir nehmen mal, tu mal den hier weg. Messerangriffe hinterlassen Markierungen. 3 Markierungen führen zu einer Explosion. Rollen erhöht Sprintdistanz. Mehrfachsprint ist nicht verfügbar. Du fällst rückwärts und wirfst mehrere Messer. Du wirfst 2 Dolche, die dich beim Aufprall explodieren. Was war mit rückwärts springen? Keine Ahnung. Ah, das hier scheinbar. Springen und angreifen. Ja, lustiger Geselle. Ja, mit dem Schildband haben wir extra Leben kurze Zeit, wenn wir wechseln. Dann kaufen wir mal ein bisschen Leben. Ist ganz gut. Und den erhöhten Nahkampfangriff. Was bist du? Sprinten erzeugt eine Mana-Masse, die verzögert eine Explosion. Oh. Ja, schade. Nee, ich will mit meinem Schild in den Gegner reinsprinten. Das macht mich schon glücklich.
Der Rechte hat mich getötet beim letzten Mal. Scheinbar muss ich gegen zwei Helden gleichzeitig kämpfen. Ja, nee, okay. War eine schöne Folge, Leute. Jetzt würde ich da mitbekommen, was passiert. Aua. Ich habe Wurfmesser. Und der wirft einfach so einen Todesschuss. Also wenn man gezielt herangeht, schafft man die bestimmt, aber... Hey. Zufällig hat das Video eine recht angenehme Länge. Und ich würde sagen, ist er tot. Ja. Schauen wir doch mal, was wir uns jetzt hier holen können. Mehr Leben, mehr Angriff? Mehr Angriff. Ne, wir sollten eigentlich die Sachen hier holen, die noch günstig sind. Zumindest bis sie 30 kosten. Ja. Ach, nehmen wir die auch noch für 40 mit. So. Ja, so ist schon günstig. Fähigkeitsangriff um 20 erhöht. Abklingzeit pro Kill um Höchstwert von 20% um 2 HP. Keine Ahnung, was auch immer. Cool. Gut, Leute. Dann war dies ein kleines Video zu Skull, the Hero Killer. Falls ihr den Dämonenkönig selber retten wollt, der wahrscheinlich hier dann sitzt. Ja, viel Spaß. Gibt's auf Steam, kostet 15 Euro. Hat aber noch ein Angebot bis zum 13. Mai, wo es gerade 12 Euro kostet. Gönnt euch, wie ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Mini-Skelett-Zimbelmann, der tot war. Schade.